Ich liebe dich, Oni-chan. In Zukunft werde ich deine Frau. Meine jüngere Schwester Shiori hat mir ihr unschuldiges Lächeln gezeigt, als sie mich so ansah. Sie hat zwar einen kleinen Bruderkomplex, aber ich fand sie immer süß. Aber dann, an jenem Abend... Sprich nicht mehr mit mir und hör auf, mich anzustarren! Anders als heute Morgen ist sie mir gegenüber plötzlich kalt geworden. Ihre plötzliche Veränderung hat mich ziemlich schockiert. So sieht's aus und in letzter Zeit redet Shiori nicht mehr wirklich mit mir. Ich frag mich, was in dieser Nacht passiert ist, dass sie so verändert hat. Es ist nicht so, dass sie uns gestritten hätten, also muss ich irgendetwas gesagt haben, was sie dazu gebracht hat, mich nicht mehr zu mögen. Mein Name ist Kenta Ogumi und ich unterhielt mich mit meiner Jugendfreundin und Klassenkameradin Yura Naruse über mich und meine Situation. Yura war ein ziemlich auffälliges Mädchen. Aber ein Bruder und eine Schwester sind doch normalerweise so, oder nicht? Wirklich? Aber ihre plötzliche Veränderung ist schon ein Schock. Vielleicht ist es eine vorübergehende rebellische Phase. Eine rebellische Phase ist keine Krankheit. Ich meine, was meinst du mit einer vorübergehenden rebellischen Phase? Bis jetzt war alles eher abnormal. Jedes Wochenende mit seiner Schwester auszugehen ist nicht normal. Es war ja kein Date. Wir waren in einem Vergnügungspark, haben etwas gegessen und die nächtliche Landschaft genossen. Das war alles. Das ist ein ganz klassisches Date. Mit seiner Schwester im selben Bett zu schlafen, das geht einfach nicht, weißt du? Wenn ich morgens aufwache, schläft Shiori neben mir. Das bedeutet, dass ich dich total mag. Yura war zwar entsetzt darüber, aber wir waren ein guter Bruder und eine gute Schwester füreinander. Bis jetzt. Aber jetzt, wo wir ein bisschen Abstand zwischen uns hatten, fragte ich mich, ob wir uns nicht vielleicht ein bisschen zu nahe gekommen waren. Aber warum sprichst du mit mir über Shiori? Nun, du bist eine Freundin von mir, seit wir beide klein waren, und ich kann nur mit dir über sowas reden. Ist das alles? Sonst noch was? Sonst noch was? Naja, du hast dich auch sehr verändert, oder? Ich dachte, du wärst mit so psychologischen Veränderungen vertraut. Wie unhöflich! Ich hab mich nicht verändert! Das sagt sie zwar, aber im Gegensatz zu jetzt war sie in der Mittelschule eher so. Unauffällig, trug eine Brille und war der ruhige Typ. Aber als sie in die Highschool kam, wurde sie so wie jetzt. Sie wurde auffällig, trug farbige Kontaktlinsen und wurde aufgeschlossener. Als sie klein war, hatte sie keine dieser Eigenschaften. Keita, denkst du vielleicht, was ist, wenn Shiori nicht meine Schwester ist? Nein, das denke ich nicht. Wie könnte ich so etwas denken? Bist du dir da wirklich sicher? Ja, ich bin mir sicher. Warum gehen wir denn nicht miteinander aus? Was? So aus heiterem Himmel? Wenn du mit mir ausgehst, wird dein Schwesternkomplex geheilt. Ich habe keinen Schwesterkomplex und ich stehe nicht auf den wilden Typ von Mädchen. Ich bin nicht wirklich der Typ, der mit den auffälligsten Mädchen der Schule ausgeht. In der Schule fragte ich Yura nach Shioris plötzlicher Verhaltensänderung, aber ich wurde dadurch auch nicht schlauer. An diesem Tag auf dem Heimweg traf ich Shiori am Schultor. Oh, Shiori, lass uns zusammen nach Hause gehen. Gibt es einen Ort, an dem du auf dem Heimweg vorbeigehen möchtest? Das Café vor dem Bahnhof? Ey, ich hab dir doch gesagt, du sollst nicht mit mir reden. Aber wir sind immer zusammen nach Hause gegangen. Früher ja, aber jetzt nicht mehr. Warum? Habe ich dir irgendetwas getan? Nein, du hast nichts getan. Es ist nichts. Eigentlich, ja. Okay, aber ich war ein bisschen besorgt, also... Aber warum bist du so nett zu mir, obwohl ich so abweisend zu dir bin? Nun, wir sind Bruder und Schwester und ich möchte, dass wir miteinander auskommen. Hm? Ich will aber nicht, dass wir miteinander klarkommen. Shiori! Shiori ist abgehauen, als ob sie von mir weglaufen wollte. Der Grund war nichts, aber ich hatte das Gefühl, da steckt mehr dahinter. Am nächsten Tag, am Samstagabend. Unsere Eltern sagten uns, dass wir über etwas Wichtiges reden müssen. Also sollten Shiori und ich nach dem Abendessen mit unseren Eltern reden. Es gibt etwas, worüber wir mit euch beiden reden müssen. Was denn, Papa? Warum bist du so förmlich bei dieser Sache? Lasst ihr euch vielleicht scheiden? Nein. Wie du weißt, sind deine Mutter und ich sehr verliebt ineinander. Das stimmt wohl. Es ist fast ein bisschen peinlich. Was? Kritisierst du mich? Oh, bist du schwanger? Ach, ja. Wir lieben uns, aber ich bin nicht schwanger. Ach so, stimmt. Ihr seid ja nicht mehr ganz so jung. Willst du damit sagen, dass ich alt aussehe? Ihr lasst euch nicht scheiden und Mama ist nicht schwanger. Was ist es dann? Keita, das ist es nicht. Für dich mag das schockierend sein. Papas Gesicht wurde ernst, als würde er sich darauf vorbereiten, etwas zu sagen. Eigentlich bist du nicht unser richtiges Kind. Ich brauchte ein paar Sekunden, um zu begreifen, was diese Worte bedeuten. Aber es gab eine große Überraschung.
Shiori ist unser echtes Kind, aber sie ist nicht deine Schwester. Sie ist deine Verlobte. Was? Die, von denen ich dachte, sie seien meine richtigen Eltern, sind es in Wirklichkeit nicht. Und Shiori ist meine Verlobte? Ich habe keine Ahnung, was hier gerade abgeht. Danach erzählte uns Papa, dass mein richtiger Vater nicht hier war. Er war aufs Meer gefahren, um zu fischen und ist nie mehr zurückgekommen. Was meine richtige Mutter angeht, so ist sie verschwunden, nachdem sie mich geboren hat. Ich wurde von meinen Eltern aufgezogen, die mit meinem richtigen Vater befreundet waren. Mit deinem richtigen Vater waren wir Jugendfreunde und haben alles zusammen gemacht. Wir haben uns versprochen, dass ich mich um dich kümmern würde, wenn ihm etwas zustößt. Vorher habe ich ihm aber auch versprochen, dass du meine Tochter heiraten darfst. Das ist unglaublich! Ich bin froh, dass du mich aufgezogen hast, aber... Es tut mir leid. Dein Vater ist aufs Meer gefahren und seit 14 Jahren nicht mehr zurückgekommen. Wahrscheinlich wird er nie mehr zurückkommen. Aber er hat sich um mich und meine Mutter gekümmert. Also wollen wir auch unser Versprechen gegenüber deinem richtigen Vater einlösen. Könntest du bitte Shiori heiraten? Das kommt alles zu plötzlich. Es ist nicht so plötzlich. Du bist bereits 17 Jahre alt. Shiori wird in 3 Jahren 18. Dann ist sie volljährig. Ich wollte es dir sagen, damit du jetzt Zeit hast, darüber nachzudenken. Aber was ist mit Shioris Gefühlen? Shiori mag mich nicht. Natürlich ist Shioris Reaktion... Ich werde dich heiraten. Siehst du, Shiori sagt, sie will nicht. Was? Was soll ich tun? Ich bin mir nicht sicher, ob ich mich glücklich fühlen soll, aber ich bin es. Warum? Shiori, ich dachte, du magst mich nicht. Das tut mir leid, Oni-chan. Ich hab nichts gegen dich. Eigentlich mag ich dich sogar sehr. Warum warst du dann so abweisend zu mir? Als ich in die Highschool kam, unterhielt ich mich mit einer Klassenkameradin von mir. Findest du nicht, dass so ein Bruder- oder Schwesternkomplex ziemlich schlecht ist? Ich weiß, was du meinst. Ich streite mich immer mit meinem jüngeren Bruder. Ich habe einen älteren Bruder, aber ich könnte nie sowas sagen wie "Ich liebe meinen Bruder", weißt du? Ja, total. Hey Shiori, meinst du nicht auch? Was? Oh ja. Ich liebe meinen Bruder, aber ist das abnormal? Kommt mein Bruder deswegen vielleicht in Schwierigkeiten? Ich muss mit ihm reden. Oder ist er ja? Oni-chan! Keita, wann fangen wir endlich an, miteinander zu gehen? Naja, der wilde Typ Mädchen ist nicht wirklich mein Ding. Das auffällige Mädchen findet meinen Bruder attraktiv? Vielleicht braucht mein Bruder mich nicht. Ich werde nicht gebraucht. Ich war ziemlich schockiert, aber ich habe viel darüber nachgedacht und beschlossen, dass ich aufhören muss, mich an dich zu klammern. Verstehe, aber du kennst sie. Sie ist Yura Naruse. Was? Diejenige, die seit der Grundschule auf dieselbe Schule geht wie du? Ja, aus irgendeinem Grund hat sie sich, als sie in die Highschool kam, in diesen auffälligen Typen verwandelt. Wenn du den auffälligen Typ magst, kann ich auch so werden. Warte mal kurz. Ich habe nie gesagt, dass ich auf solche auffälligen Mädchen stehe. Aber sie schien doch mit dir gehen zu wollen. Und ich lehne sie jedes Mal ab. Oha. Shiori scheint keine Einwände zu haben. Ja, natürlich. Wenn ich jemanden heiraten werde, dann meinen Oni-chan. Oh, verstehe. Keita, das ist gut für dich. Dann liegt es jetzt an dir. Danach war unser Familientreff beendet. Ich ging zurück in mein Zimmer und dachte viel über all das nach. Es liegt jetzt an mir. Naja, ich fühlte mich überwältigt von all den Dingen, die auf einmal auf mich einstürmten. Ich konnte meine Gedanken nicht ordnen. Ich dachte an Shiori. Shiori hat unsere Heirat zugestimmt. Aber was mich betrifft, so ist Shiori meine wertvolle jüngere Schwester. Wir sind zusammen aufgewachsen wie Geschwister. Während mir das durch den Kopf ging, klopfte es an meiner Tür. Oni-chan, hast du einen Moment Zeit? Ja, es ist alles in Ordnung. Ist irgendetwas? Ich wollte mit dir alleine reden. Willst du mich nicht heiraten? Nein, das ist es nicht. Aber ich bin nur ein wenig verwirrt. Du bist meine kostbare jüngere Schwester. Und jetzt soll ich dich als meine Verlobte sehen? Das ist irgendwie seltsam. Aber ich frage mich, warum unsere Eltern uns bisher wie Geschwister erzogen haben. Papa meinte, nachdem du nach oben gegangen bist, er wollte damit warten, dir das zu sagen, bis du älter und reifer bist. Ich glaube, er wollte warten, bis du erwachsen bist, aber es scheint, dass er sich in letzter Zeit Sorgen um unsere Beziehung als Geschwister macht. Oh, verstehe. Papa glaubte wohl, ihm liefe die Zeit davon. Es tut mir wirklich leid, Oni-chan. Ich bin nicht wirklich eine süße Schwester für dich. Nein, Shiori, du bist bezaubernd. Du wolltest mir zuliebe Abstand zwischen uns bringen, stimmt's? Das ist nicht nur für mich schmerzhaft, sondern auch für dich. Oni-chan, ich glaube, ich liebe dich zu sehr. Ja, wirklich. Oh, okay. Lässt du mich also gehen?
Auf keinen Fall! Ich werde dich niemals gehen lassen! Wir können heute Nacht im selben Bett schlafen, oder? Danach fiel es mir schwer, sie davon zu überzeugen, dass ich allein sein müsste, um über alles nachzudenken. Aber schließlich ging sie zurück in ihr eigenes Zimmer. Aber ich fragte mich, ob Shiori wirklich davon überzeugt ist, mich zu heiraten. Wenn wir heiraten, kann ich nicht so sein, wie ich jetzt bin. Uni, Job, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Hä? Ein Anruf von Jura. Keita, entschuldige, dass ich dich so spät nachts anrufe. Ist schon gut, aber ist alles in Ordnung? Es ist nichts, wirklich. Ich wollte nur deine Stimme hören, bevor ich schlafen gehe. Ach so, na dann. Keita, ich meine es wirklich ernst. Ich möchte wirklich mit dir gehen. Ganz im Ernst? Was magst du an mir? Wir kennen uns schon so lange Zeit. Du bist nett. Ich denke, deine Persönlichkeit? Ich glaube nicht, dass ich besonders nett zu dir war. Das stimmt nicht. Du hast auf mich aufgepasst, als wir in der Mittelschule waren. Als wir in der Mittelschule waren, sah ich ziemlich unscheinbar aus, oder? Ich trug eine Brille und die Leute machten sich über mich lustig, indem sie mich das langweilige Mädchen nannten. Als ich aus der Clique der Mädchen ausgeschlossen wurde, warst du der Einzige, der freundlich zu mir war. So wie immer. Ich war so glücklich. Also, um die Wahrheit zu sagen, ich mochte dich schon, als wir noch in der Grundschule waren. Aber du hast dir immer Sorgen um Shiori gemacht, weißt du? Also dachte ich kann mich nicht zwischen dich und Shiori stellen. Ach so. Aber was Shiori angeht, es hat sich herausgestellt, dass wir keine Geschwister sind. Was? Was hast du da eben gesagt? Wir sind keine Geschwister. Und außerdem ist sie anscheinend meine Verlobte. Ich erzählte Jura eins nach dem anderen, was heute passiert war. Dann... Was? Was zur Hölle? Wirst du Shiori heiraten? Was das angeht, ist noch nichts entschieden. Shiori will aber unbedingt. Ich halte das nicht aus! Keita, ich lege jetzt auf. Gute Nacht. Gute Nacht. Das war am Samstag passiert und nun ist Montagmorgen. Okay, gehen wir dann mal. Tschüss! Tschüss, ihr beiden. Passt auf die Autos auf, ja? Am Sonntag habe ich den ganzen Tag mit Shiori verbracht. Wir gingen ins Aquarium, aßen etwas und sahen uns den Abendhimmel an. Ich schätze, es war ein Date, genau wie Jura gesagt hatte. Aber es fühlte sich alles so seltsam an. Shiori, bist du nicht ein bisschen anhänglich? Es ist doch erst morgen. Das ist mein Recht als deine Schwester und deine Verlobte. Und wenn wir in der Schule sind, müssen wir uns trennen. Ich muss so viel wie möglich von dir mitnehmen, Oni-chan. Als Verlobter ist dieses Oni-chan irgendwie seltsam. Ach, wirklich? Dann... Kay. Wie ist das? Ich wollte dich schon immer lange Kay nennen. Ich denke, das ist besser als Oni-chan genannt zu werden, aber... Warum klopft mein Herz so wild? So kamen wir in der Schule an und betraten das Klassenzimmer. Hä? Hier ist es ein bisschen laut. Am Fenster des Klassenzimmers stand ein langes, dunkelhaariges Mädchen, das hübsch aussah, aber eine düstere Miene aufgesetzt hatte. Sie gehörte nicht zu unserer Klasse. Ich habe sie noch nie gesehen, aber sie sah wunderschön aus. Oh, endlich, da bist du ja. Keita, morgen. Diese Stimme. Bist du das, Jura? Jura hat ihre Haare von blond auf schwarz zurückgefärbt. Sie trug kein auffälliges Make-up und keine farbigen Kontaktlinsen. Wie geht's? Ich habe beschlossen, mein Selbstbild zu ändern. Deine Art zu sprechen hat sich allerdings nicht geändert. Ich bin zu sehr daran gewöhnt, so zu sprechen. Mit der Zeit wird es bestimmt wieder so werden wie früher. Warum hast du beschlossen, dich so plötzlich zu ändern? Ich hab dir doch gesagt, dass ich es ziemlich ernst meine, oder? Ich dachte, dass es dir vielleicht lieber ist, wenn ich so aussehe. Es steht dir gut. Aber was sollte das ganz auffällige Make-up bis jetzt? Oh, das war bevor ich in die Highschool kam. Lass uns unser Aussehen ändern, wenn wir in die Highschool kommen. Jungs mögen doch Mädchen, die auffällig sind, oder? Was? Ist das wirklich so? Vielleicht mag Kate auch auffällige Mädchen. Aber wenn ich zu auffällig bin, mag er das vielleicht nicht. Naja, ich denke, ich kann es ja mal versuchen. Morgen, Keita! Oh, morgen. Wer bist du? Ich bin's, Jura. Ich habe meinen Look geändert. Oh, er sieht geschockt darüber aus. Deine Haut. Das Outfit ist irgendwie sehr freizügig. Hm? Wirst du nicht ein bisschen rot im Gesicht? Könntest du mir bitte nicht so auf die Pelle rücken? Du schaust mir nicht einmal in die Augen. Was soll das? Oh, ist dir das etwa peinlich? Peinlich? Ja, das wäre die normale Reaktion. Das muss dir nicht peinlich sein. Oh Mann, komm mir nicht so nahe. Ja, Keita ist ganz aufgeregt wegen mir. Also, so war das. Ich fand es irgendwie unterhaltsam. Das war der Grund? Das ist ein Vorurteil. Ich stehe nicht auf auffällige Mädchen. Aber dein Herz hat doch ein bisschen schneller geschlagen, oder? Ich habe mich wieder zurückverwandelt, so wie ich früher war. Wie findest du mich jetzt?
Wie ich dich finde? Naja, ihre Art zu sprechen hat sich nicht verändert, aber sie sah so viel schöner aus als vorher. Ich dachte schon immer, sie sei schon schön, aber ich bin überrascht, wie sehr sich ein Mädchen verändern kann. Ich denke, es ist gut. Was meinst du mit gut? Ich meine, ich finde, es sieht besser aus als die auffällige Version von dir. Ich verstehe. Dann war es vielleicht die richtige Entscheidung, mein Aussehen zu verändern. Du gehst also endlich mit mir aus, ja? Nun, ich bin mir nicht sicher. Warum? Ist es, weil du in der Zukunft Chiyori heiraten wirst? Ich denke immer noch darüber nach. Hey, die erste Stunde ist Sport. Kannst du mir deine Sportklamotten leihen? Was? Chiyori! Hm? Es ist Chiyori? Was machst du da? Skinship! Moment mal, Yura, das bist du? Oh, du erinnerst dich also an mich. Was machst du mit meinem Kay? Du bist viel zu nah an ihm dran. Das ist doch alles kein Problem, oder nicht? Keita ist schließlich nicht verheiratet und er scheint noch unentschlossen zu sein, was seine mögliche Heirat mit dir angeht. Nein, das ist nicht gut. Das ist Fremdgehen. Was ist denn hier los? Ist das ein Streit? Keitas Verlobte kam schreiend ins Klassenzimmer. Yura hat beschlossen, ihr Aussehen für Kay zu verändern. Ich bin total neidisch. Das ist keine gute Situation. Kay, für wen wirst du dich entscheiden? Mich oder Yura? Natürlich für mich, oder? Naja. In diesem Moment kam unser Lehrer ins Klassenzimmer und die Situation beruhigte sich. Danach fingen all meine Klassenkameraden an, mich auszufragen, was los sei. Aber danach... Yura, warum kommst du zu meinem Date mit Kay? Ich hab mich vor dir mit Keita verabredet. Stimmt's, Keita? Hey, ihr zwei, bitte beruhigt euch. Der Streit um mich eskalierte weiter.